Herzlich willkommen, meine Freunde. Es ist wieder euer Tony der Totschläger. Hier wieder zu einer neuen Folge Ultimate Team WM Modus. Ja, im letzten Spiel, Alter, sind wir auf jeden Fall nice durchgekommen mit dem 2:1. Alles kein Thema, ihr wisst Bescheid. 3 Punkte. Gegner war nicht so stark. Trotzdem konnten wir nicht viel reißen, weil er Neuer im Tor hatte. Neuer ist echt ein Biest, ey. Heftig, wir machen hier mal ein Teamtraining, egal ob noch alles grün ist. Sorgen hier mal für schönen frischen Wind in der Windel. Und ja. Achso, ich wollte euch mal meine Ersatzbank zeigen. Hier, Sturridge, Suarez, Chiellini, Sharawi, Gomez, Javi, David Silva. Hier habe ich noch Isco, Snyder, Podolski, Dani und Fernando Torres. Ja. Dann starten wir mal direkt ins Spiel. Und guck mal, was hier abgeht. Der Yugi, der freut sich schon da rechts an der Seite. Der hofft auf jeden Fall, dass wir hier das zweite Gruppenspiel auch direkt gewinnen können. Oh, schon wieder ein Spanier. Junge, immer diese Spanier, was ist mit euch los? Gegenfrage, was ist denn los mit euch? Sag mal her, was er hier für ein brutales Team hat. Wieder Messi oder Ronaldo? Ne, Suarez, Cavani, Di Maria. Und den hässlichen Neymar, Alter. Den kleinen Bauer. Boah, das wird ein schwerer Gegner auf jeden Fall. Bin ich ja mal gespannt, ob wir den knacken können. Aber wer weiß, ob er auch spielen kann. Schalten unsere Taktik direkt von Anfang an ein. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren hier. Weil der sieht auf jeden Fall schon ein bisschen heftiger aus. Der muss nicht mal richtig spielen können, Alter. Der hat schon die Spieler, um richtig spielen zu können. Dann kommen wir hier wieder über die Flanken. Unsere Lieblingsposition. Robben. Ah. Nein, 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 nein. Ach, gib doch nicht gleich auf, Alter. Geht doch drauf. Was ist denn los? Ah, schön gemacht vom Gegner hier. Versuchen wir natürlich zu verteidigen hier. Boah, wie er mich wegreißt. Ja, klar, das waren 11 Meter, war das. So, ey, wieso leckst du so? Was ist los? Cheatest du mich oder was? Guckt, seht ihr, was ich meine? Oh, fast ein Eigentor erzwungen. Krass. Seht ihr, was ich meine? Es war ja eben noch alles normal, ne? Kaum merkt der Gegner, dass ich ein bisschen was drauf hab, laggt es auf einmal, Alter. Was ist los, Mann? Irgendwas mit der Internetleitung gemacht, der Vogel. Kleiner Pisser, Alter. Na hier, guckt euch das an, was er da wieder macht, der hässliche Bauer, Alter. Wieder mies am Cheaten mieten, Alter. Mach mal dein Internet richtig da, du Lecker, Alter. Eierkopf, was du bist. Hab natürlich meine Kamera an, damit er mich schon hören kann, der kleine Lappen. Bis jetzt haben wir 56 Ballbesitz und er nur 44. Sieht ganz gut aus. Aber er wird uns natürlich cheaten und uns das wieder versauen, weiß ich jetzt schon. Aber ich glaube, jetzt ist es wieder schneller. Vielleicht hat seine Mutter auch nur kurz Dings hier. Das neue UFC 2014 getestet auf ihrer PlayStation 4. Sie wiegt nämlich 210 Kilo und kann sich nicht so viel bewegen. Deswegen zockt sie und wir machen hier mal einen Seitenwechsel, aber der kommt leider nicht durch. Ah, da würde ich einen schönen Seitenwechsel auf Mandzukic machen. Der war da ganz frei, ganz alleine. Und daran sehe ich auf jeden Fall schon, dass der Gegner hier mit hoher Druck spielt. Denn mit hoher Druck verlagern sich die Spieler auf die Seite. Und das kann ich voll auf den Tod nicht ab... Ach, ich dachte, er läuft weiter, aber... Oh, würde ich ihn eigentlich einen Pass noch hier einen schönen vorlegen? Ah, da kommt noch fast Benzema vor dem Torwart zum Ball. Ja, was war das denn? Schön, schön geklärt. Ganz sauber gemacht hier. Also ich denke mal, er hatte nur Internetprobleme. Scheint uns doch nicht zu cheaten dafür. Ein dickes, fettes Sorry, mein Freund. Spielen wir ihn nochmal. Bring ihn mal rein hier. Ah, Fellaini war da am Start. Drehen uns mal schnell um hier und schießen mal drauf. Aber Bravo ist im Tor hier. Bravo. Dr. Summer Team. Komm, 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 komm. Ah.
macht die Pussy da, Alter? Er spielt irgendwie komisch dafür, dass er so krasse Spieler hat. Vielleicht überschätzen wir den auch nur und der kann gar nichts, aber das wird sich noch rausstellen, was er so für brutale Sachen zeigt. Aber bis jetzt, ja, ist nicht viel zu zeigen und da kommt Benzema ganz alleine durch. Warum leckt's genau jetzt wieder? Warum leckt's wieder genau jetzt? Aber wir verwandeln ihn trotzdem, du Wichser, Alter. Hör auf, mit deinem Internet rumzuspielen. Du cheatest ja doch, Mann. Guckt euch das mal an, genau wo ich im Angriff war. Jetzt kannst du wieder normal machen. Das Tor ist schon drin, du Lappen. Bringt dir gar nichts. Hat er seine Porno-Downloads. Also komisch, dass es jetzt wieder normal ist. Haben wir natürlich mit Außenriss eiskalt reingeballert hier. Mann, nicht mit Kopf. Zack, geht da um die Ecke. Hat er eiskalt gesessen. Kann er nichts gegen machen. Ich hasse das, Alter. Man wird hier dauernd gecheatet. Man wird hier dauernd betrogen, verarscht, Alter. So, ich bin keiner, der rumheult, aber es nervt einfach, weil ich will die Weltmeisterschaft nochmal holen. Gib 30.000 Coins und ein paar kostenlose Packs, aber nicht mit einem Spieler, sondern mit fünf, also die ganz normalen, die man kaufen kann. Und ja, ich hab Bock auf neue Spieler, Alter. Ich will mein Team verbessern und so welche Leute, Alter, versauen einen das Spiel. Halt, Kompanie, komm, nein, nein, oh. Der Cavani, Junge. Ja, den lassen wir hier stehen und ballern den mal nach vorne, Alter, mit einem miesen Pass. Komm, komm, komm. Na, da ist der Mandzukic nicht schnell genug, aber er verkackt ihn hier und den machen wir. Bam, da ist er drin. Was für ein Fehler vom Gegner hier. 2:0. Wunderschönes Ding, Alter. Das lassen wir uns nicht nehmen und klatschen den rein, ne? Das ist gut, dass wir da noch mitgelaufen sind. Das ist der Mandzukic zwar nicht schnell, aber guckt euch das an, Alter. Was für ein Fehler. Wie früh er drückt. Selber schuld, ne? Eiskalt verwandelt, ja. Kann er sich ruhig nochmal angucken, seinen dämlichen Fehler hier, und dann machen wir den noch eiskalt, ne? Da ist der Mandzukic auf jeden Fall fehlerfrei. Den schnippet da rein und da feiern sie die Party, Junge. Hier Benzema, Mandzukic und der Vogelnestkopf. Das gibt's einfach nicht. 2:0. Na, da habe ich mehr erwartet, Alter, von seinem Team. Er versucht uns hier zu verarschen und kriegt auf jeden Fall hier seine Quittung dafür. Mandzukic. Mandzukic. Ah, oh, zu weit nach links gelaufen. Hätte ich mal kurz abbremsen sollen. Gibt's Ecke? Ja, das ist gut. Özil. Oh, Vogelnestkopf. Vogelnestkopf. Ah, oh, wie spät will er das denn noch machen, Alter? Shish. Gut. Ist jetzt langsam geworden, oder was? Habe ich so das Gefühl, der Ball fliegt so langsam durch die Luft. Ich merke das sofort, Alter. Wenn EA oder irgendwer mich verarschen will, Alter. Oh, nee, scheint... Nee, ist alles noch gut. Reagiert auf jeden Fall noch top. Heute ist echt mal... Deutschland hat gewonnen. Das ist auch das Spiel gleich direkt nach dem anderen Spiel. Deutschland hat gewonnen und keine Ahnung. Scheint auch bei FIFA dann zu laufen, ne? Ist korrekt auf jeden Fall, EA. Haben sie gleich vor lauter Freude die Server ein bisschen entlastet. Aber ich sag mal so, die meisten Deutschen auf der Welt oder die meisten FIFA-Spieler auf der Welt sind Deutsche bestimmt. Alle am Feiern und ich bin hier am Zocken. Ah, was ist los, Alter? Ich trinke keinen Alkohol. Bin nur am Pumpen. Immer schön Sport machen. Da brauche ich keine Partysauferei, Alter. Da zock ich lieber abends ein bisschen. Und ja, da wollte ich direkt hier mal die Chance für euch ergreifen, nach so einem geilen Spiel hier, Alter, ein paar Videos aufzunehmen. Mach bestimmt auch noch eins danach. Das sehen wir dann. Und wird jetzt auch wieder viel mehr kommen, Alter. Ich werde jetzt mal viel mehr rendern, Alter. Es wird mal Zeit, dass wir den Kanal ein bisschen in Schwung kriegen hier. Ich habe eigentlich nur gewartet, dass mal bei FIFA ein bisschen bessere Dings hier ist. Ihr seht, ich... Ja, wie soll ich das sagen? Der Gegner ist ja nicht schlecht, ne? Aber ich will mich auch nicht selber loben, so. Ja, jetzt sowieso nicht nach dem Fehler, Alter. Das war ein ganz mieser Fehler hier. Oh Gott. Egal, vergesst, was ich gesagt habe. Nein, ich will mich nicht loben. Keine Ahnung, was ich da gerade für Scheiße gemacht habe. Aber ich spiele einfach zu gut, so, dass der Gegner irgendwie, keine Ahnung. Nicht so, wenn schlechte Verbindung ist, da kann man überhaupt gar nichts manchmal gegen machen, ne? So, ohne dass man selber Fehler macht, so.
Das hätte man zum Beispiel eben gar nicht aufhalten können, weil der Spieler gar nicht reagiert hätte, so schnell wegzuspielen. Ah, jetzt, ich laber zu viel. Machen wir lieber mal noch ein Tor, Alter. Wir haben uns gerade übel blamiert hier. Hey, faul, Junge. Was? Voll weggeschubst, Alter. Was ist los, Mann? Schiri. Schiri. Ach, Mann, Alter. Da haben wir so legendär hier geführt. Ah, Alter, was? Faul. Ja, das ist auf jeden Fall für... Was? Für ihn? Nee, wollte ich gerade sagen. Hazard? Ich weiß gar nicht, wie Hazard schießt. Ich lasse das mal Robben machen hier. Robben lasse ich das mal machen. Robben. Zeig, was du kannst. Och, mein Gott, Alter. Da dachte ich aber, der schnippelt dem ein bisschen besser. Hat es auch wieder brutal geleckt. Du Wichser, Alter. Wollt ihr den schön um die Ecke spielen, ne? Scheiße, Mann. So ein Kasper, ey. Den wollte ich auf jeden Fall richtig geil verwandeln. Aber ihr seht, ich bin auf jeden Fall solide in der Abwehr. Ich habe Antizipation, ne? Ich weiß, was der Gegner vorhat. Das mit Neuer war einfach nur dumm, Alter, weil ich euch die ganze Zeit zuquatsche, aber... Ihr guckt das ja nicht, um die ganze Zeit hier nur zu gucken. Ihr müsst euch auch ein bisschen voll labern, denn ich bin Toni. Toni, der muttergefickte Totschläger, ne? Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich so unterstützt, ne? Ein paar neue Abonnenten dazu bekommen. Wie ich schon im letzten Video zuletzt gesagt habe, Alter, das freut mich auf jeden Fall. Ist cool zu sehen, dass jemandem gefällt, was du machst. Und ich mache das hier wirklich auf jeden Fall, nur weil es mir echt Bock macht. Klar, monetarisiere ich meine Videos auch, damit ich Geld für die Werbung bekomme und so, ne? Aber, ja... So ist das halt, ne? Ist ja auch irgendwo eine Dienstleistung und ist ja auch nichts, Alter, da 5 Minuten Werbung zu gucken, oder? Das ist ja wirklich nichts. Ich nehme mir ja auch die Zeit für euch, Alter, zocken ein bisschen, habe Bock dazu. Und, ja. Und da ich die Möglichkeit habe, da einfach mal ein bisschen Werbung drauf zu schalten, mache ich das einfach, ne? Warum denn nicht? Oh, yeah. Schöner Rückpass. Sehr, sehr schön. Aber es ist gerade übelst langsam und leckt. Der Wichser, der hat irgendwas gemacht. Du kleiner Bastard, Alter. Was ist mit dir los, Mann? Er kann nicht anders gewinnen. Ich merke das schon. Warum muss ich immer gegen so welche komischen Cheat-Experten spielen? Hätte ich dieses Tor nicht provoziert, Alter, dann könnte ich mir wenigstens sicher sein. Guck, der dreht sich gar nicht mehr um. Ey, du bist so ein scheiß verdammter Wichser, Alter. Ich hoffe, du fliegst raus für so eine Scheiße. Ich hoffe echt, du fliegst raus. Komm, 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 Robben. Ah, nee, das ist Benzema. Komm, Benzema. Du kleine schwule Schwulette. Warum ist jetzt alles so langsam und leck, du kleiner Bastard, Mann? Warum musst du mir das jetzt kaputt machen, Alter? Habe ich mich noch so gefreut, EA Props gegeben und so. Und jetzt hier so eine Scheiße, Alter. Muss man wieder hoffen, dass jeder den Ball mal wegschießt, Alter, ey. Junge. Was ist mit dir los? Zack, Alter. Oh, man kann die gar nicht mehr richtig bewegen. Schon die ganze Zeit, aber. Deswegen habe ich so nachgelassen. Ist richtig eklig. Egal, vielleicht können wir das Spiel ja doch noch für uns entscheiden trotzdem. Der Herr spielt einfach gar nicht, wenn ich drücke. Richtig geil, Mann. Aber egal. Unsere Abwehr steht trotzdem hinten noch ganz gut bis jetzt. Tja, das sind die Leute, die merken, Alter, sie spielen durchaus viel schlechter. Dann versuchen sie einen hier mit schmutzigen Tricks, Alter. Ja, aber auf Fall das Foul, Alter. Fick dich doch, Schiri, Mann. Mit schmutzigen Tricks, Alter, hier einfach zu besiegen, um diese Coins zu kriegen. Kann man nur so wertlos sein, Alter, ehrlich. Abgrundtief wertlos. So eine Pussy. Sauber, schöner Pass. Oh, wie klumpig die sich jetzt bewegen, Mann. Das ist doch behindert, Alter. Da darf man auf jeden Fall gar nicht rennen, wenn das so ist. Einfach nur mal bewegen. Außer man hat mal ein bisschen Platz. Ach Gott, Alter, doch nicht dahin. Mann, Junge, mach doch dein Internet richtig, du Wichser. Was ist denn mit dir los?
Du wirst dadurch auch nicht gewinnen, Mann. Oder vielleicht doch? Man weiß es nicht. Ja, er spielt auf jeden Fall... Ich nehme das wieder zurück, dass er gut ist. Er spielt voll scheiße, Mann. Komm, den haben wir. Den haben wir. Ah, mein Gott. Voilà. Da hätten wir es klar machen können, Alter. Das wäre die Entscheidung gewesen, egal was er hier gerade treibt. Komm schon, greif ihn doch mal an. Nicht so verzögern. Scheiße, gibt's Ecke, wa? Nee, er war das. So ein Vollidiot. Na egal, soll mich gar nicht interessieren. Di Maria. Du bist so schlecht, du Vogelleiter. Aus der Vogelperspektive aber. Sehr schöner Pass hier von Hazard. Oh, es ist so langsam, ne? Mein Gott, Alter. Ich will doch nur vernünftig spielen. Was ist denn los? Muss ich mich wieder aufregen? Da. Ja, da ist er drin. 3:1. Das ist die Strafe, du kleiner Motherfucker, Alter. FC Knochenbruch zieht wohl vorzeitig hier ins Achtelfinale ein, würde ich mal sagen. Es ist einfach so kompliziert zu spielen und das wissen diese Leute auch, ne? Da startest du einmal einen Download oder so. Dann ist das einfach alles extrem langsam. Ist es jetzt wieder schnell? Hat er Weil für ihn ist es ja in dem Moment auch langsam, ne? Nur manche Leute, Alter, können anscheinend besser so spielen. Ich muss mal kurz gucken. Jo, es ist wieder schnell. Ablacher. Es ist einfach wieder schnell. Der Typ, der ist so Ablacher, ne? Er macht das so offensichtlich, Alter. Wie so ein Kasper, Junge. Richtig geil, Alter. Das leckt auf einmal auch nicht mehr. Naja, wirklich schnell ist es nicht, aber es leckt auf jeden Fall nicht mehr. Vielleicht hat er ja doch nicht selber Schuld, aber da scheiße ich drauf, Alter. Dann soll er sich mal ein vernünftiges Internet holen, ey. Komm schon, den holst du dir. Sauber. Ein vernünftiges Internet holen und kein FIFA spielen so lange, Alter. Das so, damit fuckt man doch einfach nur jeden ab. Das tut der FIFA-Community auf jeden Fall nicht gut. Komm. Nein. Oh, sauber, Neuer. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt schicken wir den Benzema. Drehen wir uns hier um. Ah, ich dachte vielleicht... Was ist da los, Alter? Alle fallen sie da einfach aufs Maul. Nein, was war das denn? Kriegt er den noch? Oh. Ja. Was soll ich dazu sagen? Cheaten lohnt sich nicht. Mit scheiß Internetleitung spielen auch nicht. Ihr habt alle selber Schuld. Und damit gewinnen wir 3:1. Das ist auf jeden Fall korrekt. Auch wenn es ein bisschen ekelhaft war. Aber was soll man machen, ne? So ist der Lauf der Dinge. Mandzukic zweimal und Benzema. Ja. Gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Könnt mich schon wieder aufregen, Alter. Drücken wir mal hier. Ah, jetzt viel wichtiger. Gehen wir einen Pack ziehen. Zweites Gruppenspiel gewonnen. Und Mandzukic mit einer 9,1. Weil er das Spiel entschieden hat, denke ich mal. Gegen Polos Primus, Alter. Poloch Primus, Alter. Prima Poloch, Alter. Er hält gern Arsch hin. Heißt das übersetzt? Ist so, das könnt ihr mir ruhig glauben. Ja, haben wir 6 Punkte, Alter. Die 3 Fragezeichen haben ein Spiel und, ja, die können höchstens 4 Punkte haben nach 2 Spielen. Also, ja. Wir sind auf jeden Fall weiter, ne? Nee, nicht ganz. Der ganz unten hat ja nur ein Spiel. Na egal, wir gehen mal hier zu dem Pack. Öffnen das mal. Ja, wissen wir doch, EA. Wissen wir doch. Aber mach doch einfach. Der Shop ist gerade nicht verfügbar, Alter. Fickt euch doch. Seht zu, dass ihr das vernünftig klar macht, Alter, und dann ist gut. Mann, Alter. Das ist so ekelhaft, ne? Was ist das denn hier? Nun, geh.
Ach so, wenn ihr gegen mich irgendwie so ein, keine Ahnung, Wagger-Match oder Wack-Match, keine Ahnung, was da alles gibt, machen wollt. Oder einfach gegen mich zocken wollt, weil ihr denkt so, ja, der Toni, der lädt das Video hoch und dann zeige ich hier mal seinen Abonnenten oder irgendwas anderes oder irgendwem anders, dass ich den richtig ficke, der ist richtig arrogant. Ist kein Problem, Alter. Ich pump vorher noch die Handelbank. Und dann kann's losgehen, Alter. Dann schickst du mir einfach eine Anfrage hier auf der PlayStation 4. Toni Totschläger, weißt du ja, siehst du ja dauernd hier meinen Namen. Und ja, dann zocken wir. Ich nehm's auch. In diesem Sinne, ich nehm's auf. In diesem Sinne, boah, ist schon so spät, ich bin schon so müde. In diesem Sinne, meine Freunde, na, ihr wisst Bescheid, nicht onanieren, abonnieren meinen Kanal, wenn ihr korrekt seid. Aber nur, wenn ihr korrekte Homeboys seid. Ne, ihr wisst Bescheid, euer Ghetto-Kommentator ist raus. Lasst einen Daumen oben, aber erzählt das keinem.